auf zur Runde 2 heute. Ach ja, da war so ein Tier. Diese Geräusche von dem Tier kommen irgendwie aus dieser Wand hier. Mädchen, bist du weg? Mädchen ist weg. Aber das ist Runde 3 in diesem Spiel hier. Und wir müssen hier oben weiter gucken, das war's. Und ich check nicht ganz, warum es hier... Ach, da. Halt! Da sind zwei. Da sind fucking zwei, das ist viel zu laut. Das ist so zu laut. Dieser Schuss durchdonnerte mein Gehirn. Aktion, Aktion. Blunt Force Trauma. Ich habe 75, ich kann das auswendig, ich habe 75 Gegner mit einer stumpfen Waffe umgebracht. Hey. Winning. Ich habe Rosa vom Game Freak League erzählt und sie fand es sogar auch interessant und wollte gleich mehr wissen. Und sie hat einen Artikel gefunden, der über im Typhlosion. Imperator? Nein. Nicht doof. Hallo Robbensohn. Hallo Roter Jay. Warum fällt mir der Name nicht von Tornupto? Die Geschichte, die Rosa gefunden hat zu Tornupto, klang überhaupt nicht creepy, sondern sogar ziemlich romantisch. Also auch da, es kommt halt drauf an, wie man es übersetzt, ne? I'm here to lead, not to read. Jetzt habe ich aber keine Muni mehr. Robinson. Robinson, Robinson. Wir brauchen einen Code, Herr Robinson. Ach so, rechts, links, rechts. Danke. Aber ich brauche Zahlen. Heute habe ich keine Angst. Wir werden einfach... Ich gehe durch das Spiel... Ich rasiere alles nieder. Und lass mich nicht aufhalten von irgendwelchen Krankenschwestern oder laufenden Hosen. Inner Ward. Ward heißt Warze. Der Schlüssel ist für die innere Warze. Disgusting, dieses Spiel. Musik? Hör auf, mir Angst zu machen jetzt. Wie geht's auf? Hab aktuell eine Twitch-Phase, bin fast aus dem Gaming-Stuhl gefallen, dass du kein Pokémon machst, aber find's gut, dass du machst, was dir Spaß macht. Last Daddy. Du hast zurzeit eine Twitch-Phase, was heißt das? Keine Twitch-Phase? Danke. Wenn ich ein Spiel habe, das ich unbedingt spielen möchte, wie zum Beispiel Silent Hill, dann streame ich das nachts. Ich würde natürlich niemals aufhören, Pokémon zu streamen. Bewegen? Was? Achso, die wollen, dass ich das alleine kriege. Hallo Philipp. Oder Kakarott. Also, als wir Kakarott gestreamt haben, habe ich alles gestreamt. Das geht nicht. Das geht. Mir fehlen 2 oder noch 1? 2. Die hier liegen. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel an Angel. Die hat schon 210 Streams hintereinander angeguckt.
Okay, Jay. Dr. Andrews, Mr. Anderson, haben wir die Röntgenbilder, die Sie angefordert haben? Es scheint, als wäre die Datei unvollständig. Eines der Bilder fehlte. Wir schicken es Ihnen, sobald wir es finden. Lassen Sie mich wissen, wenn wir noch etwas für Sie tun können. Nimm? Okay. Okay, eins ist irgendwo versteckt. So. Vier. Warum? Diese Rätsel. Rätsel, die einfach nur da sind, aber an sich keinen Sinn ergeben. Spookige Grüße, Maurediven. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen. Wie läuft's, wie steht's, wie geht's? Okay, wir müssen mehr Röntgenbilder finden. Dann haben wir den Code wahrscheinlich, um das aufzumachen. Ach ja. Also kann ich das aufmachen? Nee. Ja, heißt so viel wie kaum Netflix oder YouTube, aber dafür fast nur Twitch. Achso. Weil meistens schreiben die Leute, dass sie keine Twitch-Phase haben, deswegen. Aber ja, kenne ich. Manchmal konsumiert man. Nee, ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe auch bei Streamern Phasen. Manchmal schaue ich nur einen Streamer und dann einen Monat nicht oder ein Jahr nicht und dann auf einmal wieder. Das hat auch nichts mit den Streamern zu tun. Das ist halt einfach selber so, ne? Wie man lustig ist. Sollen wir schon hoch? Ich habe jetzt schon wieder keine Orientierung mehr. Laura. Aber da war die Tür. Ach, da, genau. Da. Wo bin ich? Da. Ich war echt schon überall. Na gut, dann gehen wir hoch. Hallo Jenny. Hallo Dennis. Hallo. Kann halt deine Deckstreams nicht gucken, wie mir das Video nicht. Du willst dir das Video? Ach so, echt? Du guckst. Ach, hier kann ich rein, okay. Ah ne, hier habe ich gekillt. Ist gut. Du kannst meine Streams nicht schauen, weil du dir das Video nicht spoilern willst? Das ist hardcore. Hey, wie du magst. Ich würde nicht glauben, dass du dich spoilern würdest, aber. Also natürlich würdest du dich spoilern, aber ich würde behaupten... Was? Okay. Ich würde nicht behaupten, dass du dich spoilerst, weil du bist beim Original dabei. Du guckst quasi, wenn du live zuguckst, guckst du beim Besseren zu. Und alle, die nur YouTube gucken, die schauen nur das zusammengeschnittene, blöd, langweilige an. Ja, komm näher. So links. Warum sind hier wieder mehr welche? Die sind einfach wieder gespawnt, Mann. Ich will die nicht. Die Shotgun ist so viel geiler dafür. Aber kann ich auch an denen vorbeigehen, ohne dass sie mich eigentlich bemerken? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin will. Ich glaube, die lassen einen in Ruhe. Okay, wo will ich hin? Ich habe einen Schlüssel gefunden für Innenhof. Glaube ich irgendwie nicht. Was für ein Ding habe ich gefunden? Doch, Innenhof. 1F. Aber da, was sind das? Die Krankenschwester? Das sind die Gegner im Krankenhaus. Ja, das sind Krankenschwestern. 1F, 2F. Noch eins runter. Muss ich aber, glaube ich, auf die andere Seite.
Innenhof. Ist es dann der Garten? Eingangshalle. Aber Innenhofschlüssel, das muss ja dann der Garten sein. Ich glaube, da kam ich nicht runter. Kann doch nicht sein, dass das der Schlüssel für das hier ist. Bei mir geht's gar nicht durch. Doch, da. Aber das ist hier. Okay, Eingangshalle. Vielleicht ist es dieses fette Stopp-Symbol da in der Eingangshalle. Dann muss ich an der Krankenschwester vorbei. Das ist eine kranke Krankenschwester, genau. Kranke Krankenschwester im Krankenwagen kurieren die Kranken im Krankenwagen. Hin. Ja. Ja, ich habe ja schon drei gekillt. Die eine ist jetzt wiedergekommen, glaube ich. Alles gut, alles gut. Easy. Exit. Ich folge einfach den Schildern vom Krankenwagen. Krankenhaus. Ach ja, ich kann den Aufzug nehmen. Was Musik ausmacht? Extrem. Du bist bei Band 19 von Hunter x Hunter. Ist das schon weiter als der Anime? Nee, oder? Band 19? Wobei, Band 19. Ja, okay, doch, das ist wahrscheinlich weiter als der Anime, ne? Warum ist es denn jetzt wieder dunkel draußen? Ach, das war vorhin schon alles dunkel. Okay, meine große Vermutung ist, dass es der... Dass das der Dass das der Schlüssel hierfür ist. Yes. Okay, dann verstehe ich jetzt alles wieder. Hilfe. Ich hab doch keine Schrotflinte. Ah. Oh nee, das ist so einer, den muss ich killen. Der sieht mich. Hat mich jetzt die Krankenschwester auch gehört, oder? Ich glaube, die sehen und hören nichts. Ich glaube, ich darf nur nicht nah genug ran und sie vielleicht nicht anschießen in den Rücken. Hier ist auch was drin, hier ist auch was drin, hier ist doch auch was drin. Ich höre doch alles, ich höre doch das Radio. Oh Gott, shit. Ich habe nicht genug Munition für die. Die brauchen so unfassbar viel. Oh, fuck, fuck, fuck. Fast getroffen, James. Oh mein Gott, die können das? Dafür, dass sie nichts sehen? Boah, ich konnte nicht mehr. Was? Ich hab die 10 Euro schon gezahlt. Ich habe übrigens gerade die zweite Dandadan-Folge angeschaut. War sehr, sehr gut wieder. Nicht so gut wie die erste, aber es geht auch nicht. Die Splicer aus Bioshock sind scheiß dagegen. Stimmt, die sind ein bisschen ähnlich, ne? So vom Look her. Aber Silent Hill gab's zuerst. Soll ich die jetzt da draußen probieren auch? Nee, ich probiere die erst, wenn sie wirklich auf einen... Entweder Schrotflinte oder ich mache sie erst, wenn sie mich bemerkt haben. Hallo Versi. Hallo Sakura. Das ist das Ritual von dir und deiner Freundin, meine Videos anzuschauen. Das ist eine crazy Vorstellung, dass... du mit jemandem zusammen meine Videos guckst und darauf wartest. Ich muss dich enttäuschen, ich habe das Gen 7 Video noch nicht mal angefangen zu schreiben.
Schon wieder ein Zwischenfall mit 0050. Er ist aus dem Schwimmbad in den Garten gerannt und hat sich dabei geschnitten. Gott sei Dank war ich noch hier. Er war völlig manisch und hat geschrien. Ich habe die Pfleger gerufen, ihn festzuhalten. Wir haben es gerade so geschafft, die Wunde zu nähen. Er ist jetzt sediert und wieder in seinem Zimmer. Heißt das eigentlich, dass das hier nicht nur ein Krankenhaus ist, sondern eine Irrenanstalt? Also jetzt oft gemein gesagt. Hey, ich will aber Leon sagen. Hey James, ein Loch für deine Hand, wie immer. Ah nee, kann ich das benutzen? Ich wette, ich muss das da mit irgendeinem Stock verbinden und dann kann ich da runtergreifen. Ich höre da draußen Viecher. Hallo Bangugi. Was heißt sediert? Wenn dich jemand sediert, dann wirst du quasi beruhigt. Quasi sediert ist, wenn dir Drogen gegeben werden, dass du ruhig bist. Ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt bedeutet, dass du Betäubung, ja. Ich glaube noch nicht mal, dass es bedeutet, dass du unbedingt schläfst, aber dass du ruhig bist. Aber ja, wenn du für eine Operation nichts spüren willst, dann wirst du auch sediert. Da. Ich meine, ich muss da raus. Oh, die da. Die irgendwie, die spüren einen. Die gehen vorbei. Ich hätte draußen bleiben sollen, oder? Ja, drin. Du bist nicht eingesperrt mit mir. Was? Ich bin nicht eingesperrt mit dir. Du bist eingesperrt mit mir. Komm, den schaffe ich auch so. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ich höre doch noch einen. Was? Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt nichts drin. Hallo, Mount MJ. Hallo, MJ. Hallo, Revan. Dankeschön für den Raid. Revan, hallo. Ein Meisterwerk braucht seine Zeit. Also Gen 7 und Meisterwerk. Mein Meisterwerk wurde schon gemacht. Das war Gen 3 und Gen 4. Was habe ich jetzt hier gefunden? Einfach nur ein... Das ist wieder so typisch, ne? Du kriegst ein Heil-Item. Aber es ist hinter einem Zombie, das dich fertig macht. Hallo Sony. Hallo Revan. Dankeschön. Wir spielen entspannt ein bisschen Silent Hill 2. Ich gewöhne mich langsam dran und erschrecke nicht mehr so oft, würde ich behaupten, aber es wird bestimmt noch Situationen geben, wo irgendeine Hose wieder unter diesem Tisch ist und mich anspringt. Ach, da ist noch jemand, da ist noch... Auf dem Boden! Ich hab dich gesehen! Oh. Kotz. Kotzbeutel. Kotzbrocken. Wie war so mein Tag? Das sind Fragen. James, wie war dein Tag? Hä? Ich frag doch auch nicht James, wie sein Tag war. Ich meine, offensichtlich schrecklich. Es gibt Hosen. Ja, die da gerade in dem Bungalow, da, das war eine Hose. Ich meine, wie sollen wir die Gegner sonst nennen? Man nehme zwei Hosen, näht sie zusammen... Am Bund. Und dann hast du diese Kreatur, wenn du halt ein fleischiges Monster da reinsteckst. Kann ich irgendwie in einen anderen Raum? No. Ah! Ich hab gesagt, ich erschrecke mich nur noch, wenn irgendwo ein Viech ganz dolle versteckt ist. Und das war so versteckt. Mein Radio ist nicht mal abgegangen. Das ist das Gemeinste. Das Radio ist dafür da, um mir zu sagen, wo Monster sind. Und das stand da einfach, hat auf mich gewartet. In dieser Ecke.
Es wäre noch nicht mal rausgekommen, wenn ich nicht hier hingekommen wäre. Das finde ich schon krass. Da, Garten. Mal schauen, ob ich in den Pool komme. Also eine Doppelhose. Die Doppelhose. Ich komme in den Pool. Hallo Beast. Habe ich jetzt eigentlich wieder Pumpgun? Mit der Pumpgun. Auf die Bank, Mann. Geht nicht in die Bank, Mann. Ich kann bestimmt das Wasser drainen, oder? Was? Da drin? Ich brauche einen Schlüssel. Hey. Er hat lange keinen Käfer mehr. Wo ist sie? Wo ist sie? Yay! Nächste Hose! Die schaffen es echt nicht immer zu erschrecken, die Hosen. Die Hosen sind das Schlimmste, Mann. Wie schaffen die das? Es ist so klar, dass die da war, aber die verstecken sich so gut. Das ist so gut gemacht in diesem Spiel, ey. Du weißt, da ist was. Und er wird trotzdem erschreckt, weil die sich so gut versteckt und dann so gut da rauskommt mit dem Geräusch. Und es sind halt keine Jumpscares. Es sind Jumpscares, aber gut gemachte Jumpscares. Es ist nicht eins, mach mal laut Musik und lautes Geräusch und erschrick. Nein. Da kam kein lautes Geräusch, sondern es ist einfach dieses. Und die Gefahr, dass sie einem echt. Die können einen so abfacken. So, da drin ist jetzt noch eine. Ich habe die Tür aufgemacht. Okay. Auf die Toilette. Soll ich die Pumpgun nehmen? Eine hosenlose Frechheit. Bitte mehr davon. Was? Da kann jetzt nicht noch jemand sein hier. Alter, ich habe hier alles geklärt gehabt. Wow. Es reicht. So tankt die meine Schläge manchmal. Oh krass, ein Schlag von der und das hat mich direkt fertig gemacht. Okay, jetzt bin ich wieder... Ach, das war die da draußen. Okay, hier ist gar nichts. Ich meine, vielleicht ist hier eine Hose, ne? Die Hose ignoriert irgendwie das Radio. Da ist die Hose. Nein. Ich warte darauf, dass die Hosen an den Wänden klettern. Dann ist Schluss für mich. Aha. Aha. Das benutzen wir, um den einen Raum... Also da so dieses, ne? Du weißt schon. Ich wette, ich zieh den, das ist so eine Schnitzeljagd, Entschuldigung, Schnipseljagd. Ich wette, ich hol mir jetzt in diesem Gulli, hol ich mir jetzt den Schlüssel für das Ding. Für die Luke. Machen die Käfer Damage? Ich glaube schon, aber nicht viel. Ich glaube, wenn du die lange in Ruhe lässt, dann greifen sie deine Füße an. So, jetzt pass auf, ich mache jetzt das und dann kombiniere ich das, den Katheter mit dem Ding und dann kann ich, weil ich da ja nicht mit den Händen reinfassen will, weil ich bin ja James, ich traue mich nicht in eklige, schleimige Löcher zu fassen, deswegen muss ich hier, aber es scheint sehr tief zu sein, es sieht nur nicht sehr tief aus. Dankeschön, Last Daddy. Lukenschlüssel.
Wartungsschlüssel. Sage ich ja, mit einem Ohr dran. Wer nicht? Er hat nicht Körperteile als Schlüsselanhänger. Was? Die ist wieder aufwacht. Ich hab dich gekillt, Mann. Jetzt hier noch mehr. Ich habe für die XP. Hört auf aufzuwachen. Kaum holt man sich einen Wartungsschlüssel, schon stehen die Toten wieder auf. So, und jetzt machen wir die Pumpe an und dann ist das Schwimmbad leer und dann liegt da ein Röntgenbild. Oder wir brauchen hierfür ein... Oh nee, was? Was geschieht? Nix. So. Ich dachte, das ist ein Rätsel. Ein Monster. Als ob du nicht aufwachst. Wenn du jetzt aufwachst, aber hier ist gar nichts. Habe ich hier gerade was eingesammelt? Wofür habe ich das? Achso. Nee. Ah doch, ja, okay, genau. Das zweite Armband. Jetzt wachen die auf. Hinter mir wacht was auf. Told ya. Oh! Es waren doch nicht die, es war einfach was anderes. Dieses Spiel hat mich schon wieder bamboozelt. In die Hosen. Ja, Musik, geh ab. Die sind nur müde. Ja, sie ist nur müde. Okay, wir haben zwei, wir brauchen, glaube ich, drei oder sogar vier von diesen Armbändern. Poolpumpe, bla bla bla, haben wir gemacht. Da ist noch eine komplette Reihe an Räumen. Werde ich da jemals hingehen können? Da kann ich irgendwie vom Schwimmbad darüber. Weil das ist doch jetzt bestimmt offen, oder? Genau, da komme ich nicht hin. Ich gucke noch mal kurz, ob da irgendwo ein Durchgang ist. Weil hinter dieser Wand sind so viele Zimmer. Nee. Wobei? Hier? Nee. Schlagsicheres Glas. Und hinter dem Busch kann ich, glaube ich, nicht. Nee. Okay, vielleicht sind die Räume einfach nur so aus Spaß da und man kann da gar nicht hin. Oder ich komme von oben, irgendwie kann ich runterfallen oder so. Okay. Dann haben wir jetzt irgendwas geschafft, dass ich oben weiter kann? Nein. Aber ich kann jetzt... Da... Garten... Ja, ich kann jetzt die komplette linke Seite hier abarbeiten. Nicht irgendeine coole Tür hier aufgemacht. Ich höre jetzt schon was. Oh ja, das hier. Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Oh ja. Ist halt der Horror, ne? Weil das macht das Spiel so gut. Dunkle Gänge, du siehst nicht ans Ende vom Gang, aber du hörst.
dass da ein widerliches Monster sitzt. Und dann kommen sie so langsam aus dem Schein heraus. Das ist so gut gemacht. Warum tankt die meine Schläge so gut? Easy. Okay, komplett neuer Bereich. Wunderschön, wunderschön. Wir lieben es. Was? Jetzt wart doch kurz. Lass mich doch einen Meter gehen, ohne ein Geräusch zu hören. Hose. 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 Und wenn einer gewesen wäre, ich wäre trotzdem erschrocken. Okay, wir können langsam wieder mit der Schrotflinte abgehen. Und dann diese Grudge-Sounds auch noch zwischendrin. Ich scanne halt die komplette Umgebung, weil die Hosen verstecken sich so gut. Das sieht lecker aus da. Lecker schmecker. Wo ist die? Das lesen wir gleich. Es ist wieder Zeit. Soll ich die lieber sparen? Einschuss reicht halt. Oh, ich Trottel, hab drüber geschossen. Oh. Shit. Nicht sie, das Viech, Mann. Das Viech, wo ist es hin? Wie ich es einfach schaffe, über sie drüber zu schießen. Sie hat sich sogar so weit viel früher geduckt. Es sitzt in den Wänden, tief im Inneren. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile, aber dann taucht das Ding an genau derselben Stelle wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen, sie einreißen, wenn es sein muss, und es ausrotten. Und was ist es? Müll. Geben aber auch einem keine Sekunde, um mal kurz gechillt zu looten und leveln. Hier sind so viel mehr drin als die eine, die offensichtlich dasteht. So viel mehr sind hier. Hallo Yaru. Deine Hose. Das hat schon inzwischen Vibes von Last of Us dadurch. Third Person und sowas. Und wie die reagieren und wie sich verhalten, ist sehr Clicker-like. Aber das Spiel gab's zuerst. Das hat schon sehr diese Atmosphäre. Kriegst du den einen Schuss? Ist da noch anderes Zeug außenrum? Hier muss noch mehr sein. Stirb! So lange
bis man aufhört, mit dem Rohr zu schlagen. Könnte ich den ausschießen, den Fernseher? Ich will es nicht machen. Gute Moon. Beim Schweigepunkt gibt es ja nie Gegner, habe ich gehört. Sind wir jetzt einmal im Kreis gegangen? Das ist hier neu. Aber wir sind im Kreis gegangen, oder? Ah ja, wir sind im Kreis gegangen. Wo ist das Lager? Da. Zu. Hm. Toilette. Achtung, Hose. Nein. Hose von oben. Nein. Boah, das wäre so krank. Das wäre, wenn da so eine Hose mit allen Vieren ausgestreckt so kleben würde. Das wär's. Aber ich habe ja nicht wirklich was gefunden, wenn da jetzt nichts drin ist. Außer das Spray. Was soll ich denn mit dem Spray machen? Abfluss. Schwesterärzte. Tastenfeld. Dieses Tastenfeld habe ich auch noch überhaupt nicht. Gar keine Ahnung. Der Keller ist für mich hoffentlich abgeschlossen. Hä, was soll ich denn mit dem Spray? Da war doch nirgendwo was, wo ich das Spray anwenden kann. Wenn dann doch genau hier nur Stockwerke höher. Ist nix. Was sagt denn dieses Spray? Schimmelentferner. Ich meine, ich könnte in dieses Zimmer vom Direktor gehen und die zwei Armbänder mal anlegen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Können wir jetzt hoch, das ist sehr angenehm. Wandlungszimmer. Schwesternzimmer, Tastenfeld. Boah, keine Ahnung, wo diese. Also dann muss. Ich glaube, wenn, dann muss hier noch was sein, wo ich jetzt was machen kann. Einfach mal ins Büro des Direktors gehen, die zwei Armbänder anlegen, auf dem Weg. Ach ja, die ist immer noch hier. Ich glaube, ich gehe die mal umbringen. Wo bist du? Ja. Dieses Tastenfeld. Keine Ahnung, was der Code ist. Aber Moment, doch, warte, der Clou war doch, dass das die Nummern sind im Ärztezimmer. Behandlungszimmer, Schwesternzimmer. Aber das war doch, das habe ich aber dann schon gemacht. Krankenakten, Aufenthaltsraum der Ärzte, da komme ich noch nicht rein. Aber da ist noch eine Tür, die ich nicht gecheckt habe, eine winzige Tür. Ich glaube, es hieß, im Ärztezimmer findet man den Code für
Krankenschwesternzimmer. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Wenn ich von der anderen Seite komme. Okay. Neuer Raum. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unserer Einrichtung ereignet hat. Damals wurde der Patient auf richterliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich sein Zustand zu verbessern. Die verabreichten Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei einem Psychologen und Kunsttherapie halfen ihm bei seiner Antriebslosigkeit, seiner Anhedonie, was auch immer das ist, und seinem sozialen Rückzug. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung, wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Bis der Nachtwächter den Verlust eines Schlüssels meldete, als wir ihn fanden, war schon zu spät. Schlüssel. Musik, entspann dich. Folge weiß ich noch nicht. Aber okay, das ist das Feld. Nehme ich mit, oder? Ja. Hose. Komm, da rechts ist safe eine Hose, Mann. Hallo, Phoenix. Keine Hose, oh mein Gott. Was knackt da so? Ist das die Musik, die knackt? Ist Absicht? Die Musik aufhört, sobald man den Raum komplett fertig hat. Hat die Musik jetzt echt aufgehört, weil ich den Raum gut gemacht. Haben wir gut gemacht? Okay, wir wissen den Code. Und gehen jetzt wieder hoch. Weiß ich ihn noch? Ich glaube 3, 5, 7, 8. Hey. Google sagt, Anhedonie ist die Unfähigkeit, Freude und Lust zu empfinden. Hm. Hm. Sind wir heute alle ein bisschen anhedonisch? Ich bin anhedonisch veranlagt. Hier können wir jetzt das Ungeziefer benutzen. Wo ist die Hose? Disgusting! Disgusting. Alter, ich dachte, es steht da. Ha! Oh, das war ein bisschen später. Ein Bischofchen mehr Licht als Unterstützung. Nein, wenig Licht. Dankeschön, Stabilo, für 4 Euro. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin hellwach. Jetzt sind meine Augen auch hellwach.
hast am Wochenende ein paar Silent Hill bei dir in Irland gesucht, was? Hosen? Was soll ich suchen? Silent Hills? Sie füttern mich mit Abfall und verwesenem Fleisch voller Maden, voller Sehnen. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken. Rot und gelb fließen sie meinen Hals hinunter. Ich huste und würge und übergebe mich, bis mir der Hals wehtut. Ein schmerzendes, pochendes, rohes Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Aber tatsächlich habe ich einen irischen Streamer gesehen, der Silent Hill angefangen hat, gesagt hat, es sieht aus, wie wenn ich hier um 3 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens rausgehe. Nebel, niemand auf den Straßen, alles abgefuckt. So hat er das beschrieben. Und ich glaube, dafür musst du auf dem Land leben. Kasiro, dankeschön für dein Raid, hallo. Ich weiß jetzt nicht, was ihr hier erwartet. Hallo Kasiro. Ich kann das hier kurz vorlesen und dann seht ihr vielleicht, was sie hier erwartet. Sie baden mich in Dreck und Blut und Pisse und Galle. Sie reiben meinen Körper sanft mit menschlichem Kot ein. Meine Haut juckt, sie pellt sich wie nasses Papier. Ich flehe sie an, aufzuhören, aber sie hören nicht auf mich. Und dann sperren sie mich ein mit ihm. Er ist immer da. Jedes Mal kommt er näher und die Fäule kommt mit ihm. Sie dringt in mich ein, sie wird zu mir. Herzlich willkommen zu Silent Hill 2. Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo. Ich bin eigentlich Pokémon-Streamer, aber zurzeit streame ich nachts dieses wunderschöne Spiel, das ich von damals noch kenne, von vor 20 Jahren, auf dem PC. Und es ist sehr, sehr gut geworden und sehr, sehr creepy und gruselig. Und ich erschrecke mich die ganze Zeit, weil es echt gut gemacht ist. An sehr vielen Stellen. Hoa, shoot. Ich bleib einfach mal hier so. Hab gerade gegessen, super. Ja, dann ist ja super, jetzt ist vorbei. Hallo Lealinchen. Hallo Kaiba. Hallo Franzi, hallo Jesse. Hallo Dragon. Ich war noch in Dragon Ball, das hat mich sehr gefangen, das Gekloppe. Wie gefällt euch das Dragon Ball? Ich finde, es sieht super kacke aus. Aber ich bin auch kein großer Dragon Ball Fan. Aber es kann Spaß machen zu spielen. Ich finde nur, es sieht echt komisch aus. Nein, warum will ich mich heilen? Ich bin verwirrt. Nein. Soll ich das nicht jetzt benutzen, dieses Ding hier? Muss ich das kombinieren? Achso, und das kombiniere ich jetzt damit. Okay, chill, was passiert? Ich habe die Käfer verscheucht. Ich bin glücklich damit, aber online ist echt eklig. Hallo Maverick. Igitt. Ich denke, zum Spielen macht es bestimmt Spaß. Zuschauen ist nicht ganz meins. Dragon Ball, ja, verstehe ich. Da ist das hier um einiges mehr Augenschmaus. Verstehe ich. So würde ich das auch sehen. So, aber wir kombinieren das jetzt. Und das ist eine Röntgenaufnahme. Alles vereint sich, alles schließt sich, alles passt zusammen. Alles ergibt Sinn. Und das war ganz oben, ne? Hallo, Layla. Guck, euch zeige ich ein süßes Bild. Dem Raid von Kasiro habe ich gerade ein schönes Gedicht vorgelesen. Ich glaube, man nennt es auch Haiku. Und euch zeige ich ein schönes Bild, was eine Rotzgöre gezeichnet hat. Aber ich glaube, die sehen wir jetzt gleich wieder, die Rotzgöre. Wenn ich jetzt nur weiß, wo das war, hier. Hier war das. Ein Doppelraid. Ich weiß, dass ihr beiden zusammen gestreamt habt. Die Crazy Kuakuma und die Layla. Nope. Das Gedicht war super, gell? Die haben zusammen gestreamt. Die Kuakuma und die Layla. Ich glaube, die haben Pumpkins ausgegabelt.
sind wahrscheinlich damit beschäftigt, gerade die Ausgabelungen zu beseitigen. Ich habe noch nie Pumpkins irgendwie... Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Pumpkin irgendwann jemals berührt in meinem Leben. Wo ist das da? Was wäre die letzte Zahl? Sehen wir es schon? 4 und H. Oh, eine längere Zahl. Hä, was ist das? 37? 4, 37, 12? Oder ist es eine 77? Nee, es ist eine 37. Ach. Wir haben Kürbis geschnitzt. Danach haben wir noch mit Jule zusammen Don't Starve Together gespielt. Schön, schön, schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe gerade vergessen, mit wem, aber am Donnerstag bin ich ja auch bei... Wer ist es? Leak, nicht Leak. Content Warning. Am Donnerstag spiele ich Content Warning mit Layla. Aber ich bin nicht online, aber ihr könnt das wahrscheinlich bei Layla live sehen, wie ich Content Warning spiele. Keine Ahnung, wie das wird. Gute Nacht, Anni. 4, 37, 12. Gut aufschreiben, Leon, James. 4, 37, 12. 4, 37, 12. 4, 37, 12. 4, 37, 12. 4, 37, 12. 4, 37... Muss ich X drücken? Oder einmal nur? Ah ne, okay. Genau, wenn Jessie sagt, sie will lieber Anime schauen, dann will ich auch wissen, welcher Anime besser ist. Oh Gott. Klingt schleimig. Das ist das Armband, James. Nimm das Armband. Nimm doch einfach das Armband. So, waren es jetzt 3 oder 4 Armbänder, die ich brauche? Ich glaube 3. Langsam weiß ich nicht mehr, wohin. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Wer hat gerade gegessen? Ja, Leute, das sind nur Pixel. Ich sehe da nur... Kubusse und Pixel und Farben und Krankenschwestern. Wo sind meine Krankenschwestern? Hydrotherapieraum. Warum kann ich da eigentlich nicht rein? Das ist der Rückweg. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Ich glaube... Da. Was ist ein Hydrotherapieraum? Wird man da einfach... Schwimmt man da im Pool? James' Schmuckkästchen wird immer voller. Glaubt ihr, wenn ich hier 10 Minuten warte, passiert irgendwas Gruseliges? Ich glaube, so gruselig ist das Spiel nicht. Raum des Direktors. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich glaube, es ist einfach da durch und dann gerade. Und? Seid ihr wieder wach? Meine schönen Krankenschwestern. Nicht wach. Soll ich mal zu Mary gucken? Ist Mary nicht hier? Ich guck mal kurz zu Mary, bevor wir das machen. Aber ich wette, sie liegt einfach da. Mary! Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Die's besoffen. Just need a bit more rest. Besoffen ist sie. Super.
James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Ich glaube, ich habe gerade ein anderes Ende. Also, ich glaube, dadurch beeinflusse ich das Ende. Weil ich voll nett bin. Voll nett bin ich. Kann es sein, dass du aus Bayern kommst? Wie kommst du auf diese Idee? Ich gebe dir gleich ein Watch, wenn du es nochmal sagst, gell? So. Welcher Darth Vader? Warum hat Mary jetzt getriggert, dass wieder Gegner hier sind? Komm, nur weil ihr Raider jetzt noch keinen Gegner gesehen habt, ich zeige euch, wie cool die Kämpfe hier gemacht sind, wenn ich sie sehen würde. Oh, die ist aufgestanden. Aha. Die lag da. Hiya, Dragon Ball! Alles ist gut, es ist vorbei. Ihr könnt wieder die Augen aufmachen. Ich hab's geschafft. Leo hat euch gerettet. Direktor! Hand. Moment, ist die Reihenfolge wichtig? Ist jetzt blöd. Markiertes Armband, Blut, Schmutz. Okay. Kann ich hier irgendwas lesen? Ah, hier. Survive. Aber sag mir die Reihenfolge der Bändels, der Bundles. Das ist der Schlüssel. Doktor, Direktor. Was ist die Reihenfolge der Bundles? Och, und dann haben wir dieses Ding hier noch. Gott, was soll das denn noch werden? Oh, ich weiß es nicht. Woher soll ich denn jetzt die Reihenfolge wissen? Ich meine, 3 ist jetzt nicht so viel, ich kann es einfach ausprobieren. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas aufgenommen, wo das drin steht. Kein Bock. Wir probieren es. Du. Falsch. Ergeben die was? Ach, da steht eine 2. Hatte ich jetzt nicht jede Kombi so ungefähr? Moment, ich kann die drehen. Oh Gott. Och nö. Oh nö, was? Okay, warte, ich glaube, man sieht an dem Riss. Achso, man soll an dem Riss sehen. Okay. Nein? Ah! Irgendwie ist das creepy. Schlüssel zum Lagerraum des Direktors. Okay, aber sagen die Zahlen mir was oder waren die Zahlen einfach nur das Rätsel? Weil ich kann ja auch hier 92, 45, 71. Habe ich mir natürlich gemerkt. 72, 91, 485. Oh nein. Ein Code. Oh nein, ein Tresorknopf. Oh nein, eine Verschwörungstheorie-Wand. Charlie Day, wo bist du? Kann ich die anordnen? Oh nein. Hä, aber... Okay. Müssen wir jetzt ein mentales Bild machen? Ich mache gleich einen Screenshot. Aber ich kann die hier doch bestimmt auch... Und dann hier einsetzen. Okay, die Reihenfolge kann ich nicht ändern. Aber ich drücke quasi die hier und dann... Okay, wie viel waren es? 1, 2, 3, 4, 5. Also 6 Stück. Ja.
Okay, und hier, aufgepasst. Hier, ich bin so ein Panic Room. Erstes Panic Room Löser. 92, 45, 71. Muss ich mir das jetzt aufschreiben? Oh Gott. Texteditor. 9, 2, 4, 5, 7, 1. Hallo, Vase. Escape Room, Panic Room. Guter Film von David Fincher. Mit der Twilight-Frau und der Schweigende Lämmer-Frau. Moment, da ist ein Löwe. Jetzt sehe ich den Löwen erst. Das ist ja easy dann. Oh, ich muss alles um eins verrucken. Ist doch viel zu blöd. Nö. Also ein bisschen deutlich hätten wir es hier schon machen können. Nee, was? Was? Aha. Okay. Und jetzt. Wie zeichne ich das? Jetzt muss ich ein Blatt Papier holen. 9-2 ist das da. Okay, ich mache jetzt Paint. Also 9 ist das Ding. 9-2 ist das H. 4-5 ist männlich. 4-5 männlich und Bubi. Und dann 7-1 ist weiblich. Mit Hörnern. Teufel. Und ein Rührei. Mit X durch. Okay. Es sollte stimmen. Escape Room. Ich war noch nie in einem Escape Room. Was? War das die Tür oder war das eine Katze? Kannst mir nicht sagen, dass das die Tür war. Das war eindeutig eine Katze, Mann. Eieiei. Hier, Pyramide. Nein, jetzt. Pyramide. H. Männlich. Bubi. Weiblich, Teufel. Ja, ja. Und das da. Hoho. Dann bin ich gut. Was ist das? Rooftop. Let's go to the rooftop. Wo sind die Gegner? Immer wenn man was löst, sind neue Gegner da. Auf dem Handy kommt so unfassbar viel Werbung. Ich würde sagen, schmeiß dein Handy weg. Handy weg. Das ist die Konsequenz. Schlussfolgerung. Gelöst wie ein Löwe. Screenshot und Bild öffnen. So einfach. Texteditor und Paint öffnen. Rooftop. Aber. Nein. James. Aber Rooftop ist wo? Oder ist die Tür zu Laura, ist es schon Rooftop? Wir probieren's. Die wacht safe auf. Die wacht safe auf. Sie konnte nicht aufwachen. Ich habe ihr keine Gelegenheit gegeben. Wo ist die Treppe? Oh mein Gott. Ich bin einmal außenrum. Nicht aufwachen. Oh, jetzt kommt wieder die Musik. Ist das jetzt echt der Rooftop hier? Der Schlüssel? Nee, das kann doch nicht sein. Hier ist gar kein Weg nach oben. Und der Hydrotherapieraum ist doch auch das nicht. Nee, der ist nur von anderer Seite. Ist Rooftop und hier geht's nicht hoch. Was? Achso, da ist noch eine Treppe, Mann. Untersteht euch.
Ist da? Nee, bin dran vorbeigelaufen. Rooftop. Okay, was ist jetzt hier? Die ganzen Rätsel. Die Rätsel kann man sogar eigenständig auf schwer stellen. Das hätte ich eigentlich machen sollen, weil manche sind viel zu einfach. Letztens war eins mit Motten, das war super cool optisch. Und ich habe mir zuerst gedacht, so, und dann dachte ich mir, nee, so wäre es viel cooler. Dann habe ich die coolere Version gemacht und dann war es die einfachere Version. Und ich wette, hätte ich die Rätsel auf schwer, wäre es meine coole Version gewesen. Warum liegt hier Munition? Warum ist denn das hier so ein Kreis? Warum sind hier so Sachen, die kaputt gemacht werden können von einem Boss? Bosskampf incoming. Wo ist die Pumpgun? 3 Schüsse Pumpgun. So, wo ist der? Was ist der? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier ein Boss war. Oder an irgendwelche Bosse jetzt eigentlich, außer dem letzten. Muss doch noch was passieren. Oder ich finde da jetzt irgendwie noch einen Weg zu dieser Munition da. Hier. Okay, vielleicht ist hier doch nichts. Es sah gerade so aus, so von wegen, da liegt eine Munition und dann muss ich da in dem Kreis. Vielleicht ist doch kein Boss hier. Sagte er, als die Cutscene zum Boss kam. Okay, nein. Oh, zu viel, zu viel. Oh, den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt, friedlich hier, nichts zu tun, darf immer noch nicht nach draußen, wieder Regen, Medikamente machen mich krank. Wie immer Regen, ich will niemanden mehr Ärger machen, ich bin so oder so eine Last. Der Arzt war heute hier, er sagt, dass ich bald entlassen werde. Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser, aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Uff, uff, uff. Aber hier ist nichts. Also gehe ich jetzt... On, off. Also gehe ich jetzt raus und ein Boss kommt. Weil sonst war das hier komplett umsonst. Das Brieflein hat mir keine Tür unten geöffnet. Es passiert jetzt was. Es passiert jetzt so safe was. Ah, shit. Das war so logisch. Aber ich dachte nicht, dass es instant passiert, wenn ich die Tür auch nur angreife kurz. Ich bin nur in Richtung der Tür gegangen und auf einmal zack. Lass mich doch erstmal rausgehen. Oh ja, so kommen wir ein Stockwerk weiter runter. Wir werden von Pyramid Head geschmissen. So können wir den Aufzug benutzen. Selber schuld, James. Wir sind übrigens nur hier, weil James einen Brief von seiner toten Frau bekommen hat und sich denkt, hey, die lebt bestimmt noch, obwohl sie tot ist. Also gehe ich dahin, wo wir ganz viele Erinnerungen haben. Häschen wird vom bösen Wolf verfolgt. Ich bin der böse Wolf. Laura, I'm here. Gestern war anscheinend eine fette Spinne im Schlafzimmer. Ich habe nur ein von Rosa gehört und hat sie gesagt, komm nicht rein. Und dann hat sie die
Spinne aus dem Fenster geworfen. Und ich musste es nicht mit anschauen. Es hat mir Albträume erspart. Ah, dieses Spinnennetz hat mich gerade dran erinnert. Nope. Da. Was passiert? Wo ist Laura? Das Rotze-Girl. Werde ich jetzt hier eingesperrt, wenn ich hier reingehe? Das ist creepy. Jetzt muss ich wieder umziehen. Ja, stimmt. Wir hatten echt keine einzige Spinne bisher. Und ich dachte mir schon, nice. Vielleicht leben Spinnen am Meer nicht. Weil es denen zu feucht, zu salzig. Zack. Aber ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht war sie auch harmlos. Noch eine Erinnerung? Das sind keine guten Zeichen dafür, James, wenn du hier Erinnerung hast. Also ich schätze mal, dass es immer Erinnerung bedeutet. Ich dachte, die Tür geht nicht mehr auf. Es wurde nie wirklich erklärt, was es bedeutet, aber ich glaube, es heißt Erinnerung. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Sammelobjekte für ein anderes Ende oder so. Oh, Laura. Ich fand Laura immer einen schönen Frauennamen. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Laura. James, was machst du? Zieh deine Waffe. Wir müssen Respekt widerspiegeln. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Yeah. Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. I am... Mary's my friend. Yeah, Mary. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Instant schreit er. See if I care! James, hör ihr halt zu, sie war am Reden. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Du meinst da, wo das ominöse Licht flackert? You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Glaub ihr kein Wort. Wait here. Sie ist der Wolf. Ich bin der Hase. Die Sau! Ja. Why should I? I'm a liar, right? Yep. Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Schieß einfach, James. Schieß. In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face. Laura! Laura! Die ultimative Krankenschwester. Daran kann ich mich erinnern. An die Bosse kann ich mich doch, daran kann ich mich erinnern. Oh Gott, aber ich glaube, das waren mehrere, oder? Oh,
Shit. Wie? 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 Ich gehe erstmal ausweichen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte natürlich... Ja. Ich könnte natürlich da einfach drauf schießen. Aber, hä? Soll ich einfach schlagen, wenn es hängt? Es ist ein bisschen komisch, dass man unter den leeren Platten nichts sieht. Obwohl es da eindeutig gerade ist. Runterkommen. Okay. Nicht so einfach. Ich weiß nicht, bringt das was? Oder soll ich auf die winzige Hand schießen, die sich da festhält? Das wird viel zu klein. Ich glaube, das geht. Oder zählt als Schaden? Nee, okay, ich kann auf jeden Fall keinen Anlauf nehmen gegen so ein Ding, was schwingt. Da soll ich einfach gegen die Decke schießen? Wenn es krabbelt? Ich will ja keine Munition verschwenden. Ich meine, anscheinend, ich glaube, das macht Schaden. Dann nehmen wir weiter. Das, ich glaube, das ist nicht der einzige Boss hier. Fuck. Hä, das war ich nicht. Autsch. Scheint irgendwie nichts zu bringen. Auf der anderen Seite doch, weil jetzt kann es angreifen. Nein, schauen wir erstmal auf die Karte, genau. Ich weiß echt nicht, ob das was bringt. Okay, das bringt auf jeden Fall was. Ich kann auch gar nicht. Also, das wäre wirklich. Oh, shit. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche nicht schießen, wenn es schwingt. Oh shit. Oh Gott, das ist das Viech aus Toy Story 1. Oh. was? Ja. Eine Zeitlupe. So gedrückt.
Hallo Mauri. War ein cooler Kampf. Ich habe nur den Anfang nicht verstanden, aber ich glaube, man muss einfach dem Käfig. Ich glaube, man muss dem Käfig einfach genug Schaden machen, dass er kaputt geht und dann geht's los. Ah, Nummer 2. Geil. Ich glaube, das war das Krankenhaus, oder? Ich glaube, es ist fertig. Oder es ist nochmal so ein panisch durchs Krankenhaus durchrennen. Aber wir sollten gleich endlich wieder draußen sein, im schönen, nebeligen Silent Hill. Aber erst gehen wir ein paar Stockwerke. In die andere Dimension. Die Hölle, möchte man vielleicht meinen. Oh ja, weiße Bildschirme, man liebt sie. Ja, Mary. Krankenhaus. Nur the other side. Das ist schon noch ein fetter Teil wahrscheinlich, bevor wir hier draußen sind. Ich glaube, Krankenhaus war auch riesig. Ich muss jetzt erstmal wieder verwirrt herumlaufen. Aber hier ist jetzt bestimmt alles wieder voll mit Viechern. Das willst du jetzt nicht drücken. Oh mein Gott, okay. Lass uns mal diesen wunderschönen, intakten Aufzug fahren. Gott, habe ich viele Schüsse jetzt gebraucht gerade. Und einen Schlüssel wahrscheinlich. Drei Sachen muss ich finden. Ugh. Na dann. Wo ist der Raum, wo Mary wäre? Hallo. Das sind die ultra harten Krankenschwestern, die wahrscheinlich so viel härter sind. Ich habe zuerst geschlagen. Boah. Gut, gut, James, gut.
Okay, das ist eine normale wenigstens. Da hängt was. Was hängt da? Eine Hose. Soll ich zuerst die Hose machen? Ja. Ich seh dich! Oh shit. Jetzt, was hinter mir kommt, da ein Problem. Okay, zum Glück, ich vermute immer, dass sie direkt auch eine zweite Hose einfach neben der Tür platzieren. Dann wäre ich so fertig gewesen. Das tat eh schon viel zu weh. Ein Kopfschuss und dann Spaß haben. Ich. Mensch, James! Nein, du explodierst, Boah, das war fast so gut. Ich stehe in der Galle drin, die Galle tut mir weh. Ich sehe den Gegner nicht. Alter, wie viel hältst du aus? Manchmal, die hält so viel aus. Die halten unterschiedlich viel aus. Ist verrückt. Das ist gut gemacht. Weil warum sollte jeder Gegner 3 Schläge aushalten und der andere Typ des Gegners 4 oder so? Also die hat so viel mehr ausgehalten als die anderen. Vielleicht habe ich sie aber auch schlecht getroffen. Okay, ich bin ziemlich am Arsch. So, ich kann jetzt dieses Ding draußen wahrscheinlich hin tun und komme dann in den anderen Raum. Oder ist hier auch was? Ist hier auch was? Nee. Aber kriegt das Ding überhaupt durch die Tür? Werden die Silent Hill Streams auch auf dem Archivkanal landen? Sind sie schon. Alles landet am nächsten Tag im Archiv. Jeder Stream. Wo war denn das? Ach da. Dann kann es ja nur abgehen, so wie es hier klingt, ey. Du schlägst daneben, James! Was macht die? Verwirrt kurz, sie war kurz verwirrt. Nein! Was? Ah, da war eine Hose versteckt. Ich hätte die nicht gesehen.
wollte mich gerade beschweren. James, warum schlägst du nicht auf den Boden die Krankenschwester? Und dann schlägt er einfach die versteckte Hose um die Ecke. Geil, dass die ruhig geblieben ist, die Hose. Ey, ich wäre hier lang gegangen, die hat mich so angefallen. Die hat mich fertig gemacht. Guter James. Schon das dritte Auge im Rücken. Oh. Das war die Oberärztin, die hält mir aus. Die Oberärztin hat mir gerade, die war in einem Käfig eingesperrt. Hallo Prani. Hier sind noch so viele Hosen noch jetzt. Kann ich nur ein offensichtlicher Gegner sein? Vielleicht schon. Was ist jetzt da noch gekommen? Ich höre doch noch Sachen. Meine Durchsage, James. Ach so. Wir hören quasi den Sound von anderen durch Mikrofon. Er ist wieder hier. Schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Ich lasse ihn nicht zu, dass er mich mitnimmt. Ja. No one knows. No one knows. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber so ein Bild. Wichtig. War ich da sicher schon dran? Nein. Achtung, Türen schwingen immer sehr schnell auf. Ich weiß nicht, ich... Okay, hier war... Stimmt, hier war die Hose. Was ist? Also, achso, die komplett andere Richtung noch. Die Mariko, Streamfolge gerettet. Soll ich's ausstellen? Aber Angel bringt mich um, wenn ich es ausstelle. Oh, ich komme hier noch nicht mal durch. Okay, das heißt, wir müssen wieder in den ersten. Irgendwann kriegen wir einen Button. Weil James ist unfähig, einen Button von einem anderen Stock zu nehmen und da unten einzusetzen. Das geht nicht. Da muss eine 0 hin. Das kann keine 1 sein. Dun, dun, dun. No one knows. Hallo, Basti. Habe ich gerade zum vierten Spielstand gemacht. Oh mein Gott. Wie komme ich hier auch nicht weiter? Hol.
Aber hier ist nicht mehr. Alarm. Hä? Da komme ich her. Oh, aber hier war ich noch nicht. Ich find's voll doch zu sehen, dass meine Serie gebrochen ist wegen einem Stream. Ich find's voll doof zu sehen, dass meine Serie gebrochen ist. Also soll ich die Stream-Serie komplett ausmachen? Oh mein Gott, Angel sagt, ich kann die Stream-Serie ausmachen, ist okay für mich. Dann hast du auch nicht mehr den Drang. Angel ist in Wirklichkeit nur noch hier seit 100 Streams, weil sie den Rekord halten möchte. Ich war ja... Doch, ich bin ja durchgerannt wahrscheinlich. Also wenn sonst niemand was dagegen... Okay, Marigold, was dagegen? Ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Leute kümmert diese Anzeige nicht. Dann die zweitmeisten Leute stört es nicht, wenn ich es ausmache. Und der kleine Prozentteil, der stolz auf die Nummer ist, das ist Mariko. Und Happens vielleicht. Ich check nicht, wo ich hin soll. Aber gut, dann gehe ich halt wieder in den zweiten Stock. Hallo Kuna. Connor, hallo. Warum wurde dein Kanal stillgelegt? Weil ich keinen Bock mehr habe, da Videos zu machen. Beziehungsweise ich sag immer, wenn ich ein Video machen soll, wenn du irgendeine Frage hast, irgendein Thema, über das ich ein Video machen soll, dann hau jetzt raus damit. Sag es mir. Aber wenn wir ehrlich sind, es gibt keine Themen, über die ich nicht Videos gemacht habe bereits. Okay, wo? Hier? Okay, hier. Ich bin echt kein Mensch, den irgendwas ekelt. Punkt. Ich wollte auch jetzt nicht sagen, aber das schon. Nö, das ekelt mich alles nicht. Ich glaube, wenn jetzt... Außer Spinnen. Wenn jetzt wirklich eine sehr echt aussehende, detaillierte Spinne kommt und dann irgendwie über das Gesicht von James und so rennt, dann wäre ich geekelt. Aber auch nur dann. Ich meine, das alles? Ich finde das nicht eklig. Selbst so Resident Evil 7 fand ich nicht eklig. Also es ist eklig, objektiv gesehen, aber ich habe kein Problem damit, es anzusehen. Es zu genießen. Die Ästhetik des Hässlichen. Kommt die? Wo ist doch noch was? Ist die Badewanne, die so laut ist? Okay, Little One. Wo bist du? Da? Da sind auch bestimmt noch mehr Viecher da drin. Ah, sie hat daneben geschlagen. Loser. Musik kann wieder aufhören. Danke. Das ist so gut gemacht, wo die sich verstecken und so. Ich meine, im Original war das auch so, dass die so auf einmal herausgekommen sind und dann hast du die bekämpft, aber jetzt hast du diese richtigen Jumpscare-Momente. Aber keine hässlichen, dummen, künstlichen Jumpscare-Momente, sondern richtige Jumpscare-Momente. So gut gemacht, diese Hosen, ey. Ich höre noch Sachen, ich höre sie doch. Ich
entwickle beim Zuschauen eine Angst vor Hosen. War das gerade gut, der Moment jetzt dann? Auf einmal haust sie so nur so hervor. Mit Anlauf. Okay, aber hier ist nichts. Ich kann hier drunter klettern. Erst mit Anlauf die da besiegen. Wo ist sie hin? Okay, dann klettern wir doch hier durch. Schrecktherapie. Gute Nacht, Prani. Ich habe auch in Erinnerung, dass welche aus den so Spinden gekommen sind, aber das ist hier noch nie passiert. Aber vielleicht verwechsel ich's. Das Geilste war echt die eine, die unter dem Tisch auf mich gewartet hat. Ich habe daraus auch einen Clip gemacht. So, ich renne jetzt durch die Tür durch und dann schlage ich sie sofort. Das war so daneben. Wie mache ich das? Wie bin ich nur so flink? James, der kleine Hase. Der flinke Hase James. Good job. Ich wünschte, die Gegner würden was droppen. Auch wenn es unlogisch ist. Aber ich finde es cool, wenn Gegner was droppen. Das belohnt einen dafür, Gegner umzubringen. Aber das ist ein bisschen auch das, was das Spiel so hilflos macht. Es bringt nicht mal was, Gegner zu besiegen. Okay, jetzt können wir den Stock wechseln. Kann ich das nicht aufmachen? Ja, bisher gab es noch keine Klotürengegner. Aber da kann ich mich auch erinnern, dass es eigentlich welche gab. Aber das macht ja auch guten Horror aus, dass du zu 90% die Gelegenheit nicht nutzt. Und dann irgendwann nutzt du sie, wenn du dich dran gewöhnt hast. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, in einem dritten Stock. Ja. Die Arme in der Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd, durchdringend, und dann blieb nur noch Stille. Wenigstens gibt es hier keine Momente, wo Türen einfach zufliegen oder so. Okay. Hello. Keine Hose. Keine Hose. Wir haben keine Hose, Leute. Wir sind clear. Wir sind clear. Keine Hose. Nur ein Hammer. Gewaltinstrument. Nehme ich. Ich will noch nicht zuschlagen. Ich glaube, das muss ich hier machen. Ich jump hier erstmal durch. Hier ist was. Sobald auch nur das Mikro, das Radio einen so ein Knacken macht, weiß man, hier ist was. Aber es ist keine Hose, weil Hosen haben keine Münder. Hosen können keine Geräusche machen. Das ist eine Krankenschwester. Ist weit weg. Okay, tippe ich erstmal den da an. Ich glaube, das macht noch nichts. Gewaltinstrument. Und was bringt das? Und da fürs Auge muss ich ein anderes Instrument finden. Okay. Schön.
Ich komme, Kranki. Hau doch da nicht ab, ey. Oh, da sind zwei. Einer ist auf dem Boden. Da steht sie. Wo ist Krabbler? Krabbler! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Langsam, wo steh ich? Langsam, langsam. Komm ich klar. Gute Nacht, Mariko. Kommt sie? Ich sehe sie. Das ist doch das Komische. Ich sehe sie doch. Und ich sehe auch, wie sie Anlauf nimmt. Boah. Ich habe sie an der Wand stehen gesehen, aber es ist... Es ist nochmal so viel widerlicher. So ein Schreckmoment einfach, wenn sie dann tatsächlich sich bewegt. Weil du denkst so, da ist eine, da steht eine. Krrrk, bewegt sie sich. Oh, so... Irgendwie so... Oh... Also ich kann das nur loben. Das haben sie so gut gemacht, die Schweine. Dabei habe ich sogar noch getroffen einfach. Also da denkt man sich kurz, okay, ich habe gerade zwei Gegner besiegt. Passt jetzt erstmal, geh mal weiter. Direkt steht noch einer um die Ecke. Schon Stockwerk runter. Anscheinend. OP-Stuhl, ja genau, ich brauche wahrscheinlich noch zwei Utensilien, Instrumente. Typischer Vier-Moment. Treppe, perfekte Gelegenheit, um was Ekliges, um was Schreckendes zu machen. Nicht hier. Das ist ein faires Spiel. Fairer Horror. Jetzt, hier ist ein bisschen laut, hier ist ein bisschen viel los. Hier, da, überall. Hier gehen wir rein, wo es ein bisschen ruhiger ist. Hier hat man die... Das Reinigungsmittel gefunden. Kannst du nachladen? So, die hat nur 6 Schuss. Horror mit fairer Bodenhaltung. Genau. Gute Nacht, Maurediven. Ich bin nicht erschrocken. Ich bin diesmal nicht erschrocken. Mann. Lady Gibbon. Dankeschön. Für den Raid. Hallöchen. Hier ist noch nicht mal irgendwas. Nix ist hier drin. Herzlich willkommen zu einer entspannten Runde Resident Evil. Silent Hill 2. Es hat wirklich nichts mit Resident Evil zu tun. Das war nur ein Versprecher. Ich finde wirklich, dass es komplett unterschiedlich ist. Entspannt? Es ist entspannt. Ich schreie nicht rum. Ich mache nur ein leichtes. Alles sehr gediegen. Hallo Majora.
Lusoli. Was geht? Dankeschön. Normalerweise streame ich ja Pokémon, aber ich habe zurzeit nachts Lust auf dieses Spiel. Ich meine, es ist Oktober. Komm mal her. Ich habe Angst, dass da was ist. Okay, hier ist nichts gut. Da ist eine Wand, James! Da ist eine Wand! Klar. Ja, Mann, ich muss da warten. Ich muss da so krass warten. Man ist die ganze Zeit am Spammen, weil man einfach Schiss hat. Und dann muss man richtig schön einfach... Ah, schon wieder. Muss einfach warten, bis man ausweicht. Jetzt zum Beispiel warten. Weg. Fuck. Ey, die machen es echt... Du kannst sie noch nicht mal irgendwie gewöhnen. Die machen... Die Bewegungen von denen sind sehr viel random. Da ist sehr viel random mit drin. Weil davor hat sie mich gepackt und dann weggeschubst. Und dann hat sie kurz gewartet und dann geschlagen. Und dann... Manchmal nimmt sie dich, packt dich und schlägt sofort. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Black Narkotikum, dankeschön für deinen Raid. Irgendwann muss ich noch zocken im Oktober. Dieses Spiel hier. Es ist sehr gut, es ist sehr gut. Ich spiele es extra langsam und gruselig, weil ich es ausnutzen möchte. Man kann da auch viel schneller durchlaufen, einfach immer wieder neu laden. Aber das ist gemeine, es gibt hier Autosaves, aber nur sehr selten vor großen Bossen oder sowas. Ich bin schon gestorben, noch nicht so oft. Aber ich bin einmal gestorben und dann musste ich wirklich eine halbe Stunde nochmal spielen. Weil du kannst nur manuelle Saves machen, meistens. Ich kann es nur empfehlen, das ist ein wirklich, also ich finde es ein sehr getreues Remake. Modernisiert natürlich. Habe ich irgendwas hier gefunden gerade? Nein. Ich habe ziemlich die Orientierung verloren. Aber ja, wir sind hier lang, weil hier weniger los war. Und dann war hier sehr viel los. Du hast mit Resi und Silent Hill gar keine Erfahrung. Aber musst du auch nicht, wenn dir solche Spiele nicht gefallen. Aber wenn du Bock hast, dich ein bisschen zu gruseln... Also Resi ist halt noch viel mehr Action, vor allem heutzutage. 4, 5, 6 und 7 sind halt sehr viel Action, aber auch Grusel. Aber du kannst 1 und 2 spielen, da ist ein bisschen weniger Action, vor allem bei 1. Haja! Hat sie super lang gewartet. Ah, oh mein Gott. James. Irgendwas ist hier noch. Da drin ist noch was. Ich höre es doch. Aber das war wieder viel zu... Bei Resi 2 bin ich gerade an einem Punkt, wo ich einfach neu starten muss, weil es nicht mehr schaffbar ist. Also Resi ist immer schaffbar, weil du immer ein Messer hast. Also du kannst den Gegner auch immer besiegen, meistens, glaube ich, mit einem Messer. Weißt du, wo du bist? Ich kenne Resi 2 relativ gut, aber nicht jetzt super auswendig. Du findest es mega gut, auch wenn du wirklich Schiss hast. Okay, Resi 2, also ja... Dann probier das hier. Das hier ist weniger Action. Wobei, gerade siehst du Action. Silent Hill ist viel mehr Psychoterror, Psychohorror. Resi hat eine viel eindeutigere Story. Silent Hill ist eher so... Meta-Ebenen-Story. So, sehr interpretationsreich. Ich glaube, sie sofort angegriffen hat, diesmal. Und jetzt wartet sie. Ah, es ist so gemein. Es ist so gemein. Ja.
Bei Resi merkst du halt, dass du Profis spielst. Und bei Silent Hill merkst du, also hier vor allem, dass du halt einfach nur ein Typ bist. Das heißt, dein Schießen ist nicht... Deshalb bin ich gerade nicht aufmerksam und schon... Schon kommt wieder eine Hose, Lieber. Genug von dir, deinen Spielchen. Da ist noch einer, ich sehe sie. Okay, die baller ich weg. Ich habe keinen Bock mehr auf die Hose. Wie soll man die übersehen? Ich meine, wenn man von hier kommt wahrscheinlich. Okay. Ja, also... Der, das, also es ist das erste moderne Silent Hill, das hier. Und das Kampfsystem ist... relativ einzigartig. Ein bisschen erinnert es mich an Dead Space. Schwerfälliges Gestampfe, schwerfälliges Schlagen. So wie es halt auch ein bisschen realistischer ist. Also mir gefällt's. Aber es hat ein bisschen was von nicht Dark Souls, weil du, also du kannst ausweichen, aber jetzt nicht wirklich präzise, aber schon, also du musst ausweichen. Ich denke da viel an Beat'em-Ups. Ich mag Beat'em-Ups nicht so, aber ich habe das Gefühl so, ich muss warten, ich muss genau... Also dann ist es doch eher wie Souls. Einfach, okay, ich weiß, wenn sie mich packt, wird sie danach angreifen, aber ich muss warten, bis sie ausholt und dann ausweichen. Also ich kann nicht einfach R2 spammen. Ich muss wirklich darauf aufpassen, wie sie angreift und dann ausweichen. Und ich bin nicht gut darin, nicht besonders. Aber ich komme klar, man findet viele Heil-Items, zumindest auf normal. Ich check jetzt gerade auch nicht unbedingt, was wir hier finden sollen, denn hier war nichts. Und dieser Spalt bringt uns doch auch nichts, oder? Ah doch. Okay. Sind gerade überall so dicke Viecher in der Kanalisation. Ich habe nur noch einen Schuss und überall die ganze Muni weggelootet. Der Kanalisation bist du ein Resi 2. Okay, damit können wir das Auge ausstechen. Schlüssel der Glückseligkeit. Ich weiß, dass es eine Kanalisation gibt, aber die ist ganz am Anfang von Resident Evil 2. Und wenn du so weit am Anfang bist, dann start halt einfach neu. Es kann auch sein, dass man nochmal in die Kanalisation geht, das weiß ich nicht mehr. Soll ich jetzt schon wieder hoch? Vielleicht muss ich gar nicht den anderen Arm abmachen. Vielleicht kann ich auch einfach direkt hoch. Aber eigentlich kannst du es immer durchspielen, weil Resi kannst du komplett mit dem Messer schaffen. Ich habe schon einige Stunden gespielt und Rätsel gelöst und so weiter. Ich würde mir auf YouTube anschauen, wie Leute das nur mit Messer machen oder halt super perfekt machen den Kampf und dann versuchst du es genauso zu machen. Aber ja, es ist natürlich schwierig, wenn du keine Munition mehr hast. Wo war dieser Raum? Hier. Reicht es ja. Ah, okay. Lapis Auge. Wofür ist er? Blau. Er wird im Inneren der medizinischen Übungspuppe versteckt. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli heißt so der Stein. Aber für was ist das? Soll ich runter oder soll ich da runter? Kettenbox. Aussichtsraum. Aussichtsraum? Was war da nochmal? Ich gehe mal hier zurück. Ich schätze mal, da wir wieder hier hochgehen mussten, gehe ich jetzt auch hier wieder weiter.
Was flackert hier? Ich habe ja nur eine Tür da unten beim Direktor. Ich hätte eher gedacht, dass die Kettenbox... Achso, die Kettenbox. Vielleicht ist das einfach ein Schlüssel für die Kettenbox. Aber ich hätte eher gedacht, dass ich... Nee, nee, nee. Hallo? Ah ja, okay. Ah doch, dann geht's weiter. Okay, das sind einzelne Stellen, die dann freigeschalten werden. Schätze ich. Eine Kerze hat sich gelöst. Heißt das, irgendwo ist das aufgegangen? Ah ja, vielleicht auch nicht. Weil die Direktortür ist ja da dahinter. War ich hier? Nee, hier war ich nicht. Doch, hier war ich. Ah, nein, hier war ich nicht. Doch, hier war ich. Nee, hier war ich nicht. Ich bin nämlich nicht hier drüber. Denn hier krabbelt's, da krabbelt's, überall krabbelt's. Okay. Hallo, Sophie. Ray. Hallo Ray. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Sehr nett. Wir spielen ein bisschen entspannt Silent Hill 2. Und ja, ich meine entspannt und es ist entspannt. Uns erschreckt nichts. Keine Hose. Keine kranken Sister. Twisted Sister. Alles entspannt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Aber ja, Lady Gim, ich verstehe, das ist Resi und das hier auch sind halt Spiele, wo du Munition sparen musst. Und in Resi kannst du auch einfach an Zombies vorbeirennen. Du musst viele nicht besiegen. Du rennst einfach an denen vorbei und sparst dir Munition. Und natürlich, wenn du Munition ausgibst, dann solltest du auch treffen. Du musst nicht, vor allem wenn du auf einfach spielst, musst du nicht alles treffen. Du solltest eigentlich genug Munition haben die ganze Zeit. Aber wenn du wirklich viel verballerst, dann schieß lieber nicht. Renn dran vorbei. Und auch hier kann ich halt besonders Melee benutzen. In Resi gibt es Messer, aber das ist jetzt nicht so krass wie hier, weil hier ist es halt richtig ein Kampf, wenn du das Rohr benutzt. Wenn du beim Zombie ein Messer benutzt, dann grinst er dich bloß an. Also das ist jetzt nicht so, dass du da einen großen Kampf draus machen kannst. Aber ja, ich würde einfach an vielen Zombies vorbeirennen. Vielleicht bist du auch gerade an der Stelle, wo du einfach nur durchrennen könntest, anstatt alles wegzuschießen. Da ist eine Uhr. Immer gern, ja, war sehr gut. Muss nur leider direkt in den Lurk. Gute Nacht, Ray, gute Nacht. Weil Spoiler, bin ich schon weiter als du. Wo sind die Hosen? Ich spüre die Hosen. Die Hosen sitzen eng. Oder rein? Nee. Fuck. Das ist neu. Dass da was rennt. Also gerade mein rechter Kopfhörer so ist was weggerannt. Richtig, hat sich richtig gut angehört. Ich lobe das Spiel. Ich bin das Spiel nur am Loben, ey. Ich will mal jemanden spielen sehen, der das Spiel nicht mag. Ich will wissen, was Leute an dem Spiel auszusetzen haben, außer vielleicht ein bisschen Grafik hier und da. Und selbst das ist eigentlich kein Kritikpunkt, kein großer. Ich glaube, manche Spiele muss man langsam spielen und das hier zählt, glaube ich, dazu, weil wenn ich durchrenne,
Also wenn ich jetzt weiß, wo ich hin muss, kann ich einfach durchrennen. Und dann ist der Horror komplett weg. Ist ja auch okay, wenn man das dann speedrunnt oder halt die anderen Trophäen macht und sowas. Aber ich glaube, wenn man das als ersten Spieldurchgang durchrennt, dann geht sau viel verloren von so einem Spiel. Schau, jetzt keine einzige Hose. Jetzt bin ich voll, wiege ich mich in Sicherheit. Und gleich kommen drei hintereinander oder so. Ich gucke nur so dumm in die Ecken, weil ich es schon oft genug erlebt habe, dass einfach da eine Hose steht und auf mich wartet. Keinen Mucks macht. Und dann zack. Tritt im Rücken. Du hast zweimal versucht wegzulaufen. Noch ein drittes Mal. Okay. Habe ich jetzt hier irgendwas gefunden? Oh, diese Schritte da rechts. Was ist denn das? Was sind das denn hier für Schritte die ganze Zeit? Wer ist denn da? Kann ich das Ding noch woanders hinschieben? Nein. Was habe ich denn jetzt hier Großes gefunden? Nix. M5, M4, ach da, nee, aber da war ich dann nicht. Bin ich denn jetzt diesen Weg gegangen? So. Ach, da kann ich durch. Nee, der ist in Erinnerung. Ach, deswegen. Aber. Das sieht so aus, als kann ich zu M4, aber. Ach doch, ich kann zu M4. Ich bin verwirrt. Okay, hier war ich noch nicht. Dem Bett passt super eine Hose, aber es ist keine da. Bevor wir das jetzt eintreten. Das sieht so aus, als ob ich hier schon war. Ja doch, hier war ich doch schon. Dann bin ich einfach nur hier nicht... Boah, ich check's nicht. Wie konnte ich das jetzt auch übersehen hier? Hä? Was war das für ein sinnloser... Hä? Okay. Gute Nacht, Jane. Gute Nacht, Jane. Da kann ich durch. Oder zumindest ist da was. Pillen? Okay, Pillen. Ein Buch? Okay, das ist Rätsel. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Ah, die Anzahl der Pillen. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Espenlaub. Eins... I tremble every time the light falls. Welches Licht? Das hier? Welches Licht? Okay, aber die Pillen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die erste Zahl ist 1. Watch it go dark. 1, 2. 1, 2. 1, 2, okay, 2. 2. Und die Uhr ist... Sehe ich halt nicht. Weil der weggebogen ist. Das sah so aus, als wäre sie auf die 6 gebogen. Eins. Sechs.
2. 6, 2. When a loud hour comes. Okay, ich gehe nochmal zu der Uhr, aber das waren 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das andere waren 2. Also das Licht flackert zweimal. Und hier ist die Uhr. Sau weit weg. Aber ich weiß nicht wo. Benutzen, da steht benutzen, ey. Oh Gott, ich. Zwei. Hello everybody, wakey wakey. Sackgasse, natürlich. Boah, ich muss weg, zu krass. Durch! Oh mein Gott! Rau? Weglaufen. Ja, es war Panik. Ich wollte weg, Schrotflinte holen, mich umdrehen und schießen. Aber 3 Treffer von denen ist zu krass. Oh Gott, wo ist der Speicherpunkt? Bitte sag mir, das ist irgendwo eine. Gebt euch das. Oh mein Gott, ist der Speicherpunkt weit weg. Was? Ich hab doch zwischendrin gespeichert. Habe ich nicht zwischendrin gespeichert. Automatischer Spielstand. 14:09:25. Oh mein Gott, das ist so lang her. Es ist so lang her, gar keinen Bock. Ich habe so viele Gegner besiegt. Das ist ja gut vorhergesagt. Da ist nichts und dann kommen 3 Gegner. Yep. Ich hätte gerade nicht so Panik schieben sollen. Aber dass ich so lange nicht mehr gespeichert habe. Ja, das tut weh jetzt. Das meinte ich vorhin. Autosave ist hier für den Arsch. Und deswegen ist man so vorsichtig die ganze Zeit. Ich wurde halt überfallen. Ich wollte da weg. Aber die war so schnell hinter mir und hat mich einfach in den Rücken gestochen und tot war ich. Das Problem ist, beim zweiten Mal ist man immer um einiges rücksichtsloser. Und jetzt renne ich hier durch. Ich weiß, wo sie sind und werde jetzt 4-mal sterben, bevor ich wieder so weit komme, wo ich gerade war. So, da ist was gelaufen. Wo ist es? Oh. Wo ist der Krabbler? Ich drücke mal R2, wenn die mich packen, aber ich muss anscheinend X drücken, wenn die anpacken. Ah. Oh Gott. So, wo waren die ganzen Hosen versteckt? Oh Gott. Ich muss jetzt hier überall nochmal durch. Aber ich bin jetzt diesmal schneller. Kein Bock, jetzt wieder so langsam durchzugehen. Was war das? Da ist eine. Fuck mal an. Ey, ich bin so weg. Kamera. Ich bin so zur Seite. Hier waren mehrere, ne? Hier waren mehrere, die mich überrascht haben. Ich da gerade. Das war die, die da stand. Und jetzt steht eine. Hinter der Ecke hier stand eine. Ja. Ach, die ist unter dem Tisch. Wie sie ausweicht, wie gut es aussah. Okay.
ist locker 5 Hosen her, aber ich glaube, das ist mehr Hosen her. Das ist 8 Hosen her, glaube ich. Aber gutes Zeitmedium. Metric, gute Zeitmetric. So, da runter und dann waren da so viele. Oh Gott. Ich bin zuerst hier lang. Hier war nix. Ob die Pillen die gleiche Anzahl haben? Wahrscheinlich. Hier war was. Ich sehe es von hier. Luki Luki! Luki Luki? Luki Luki! Was, warum hat sie sich nicht bewegt? Warte, da war doch irgendwo was. War hier nix? Keine Belohnung dafür? Nein. Kannst du es bitte einfach nehmen? Es liegt vor dir, James. Hier nochmal. Ah ja, hier war eine. Genau. Warum hält die jetzt schon wieder so viel aus? Du hast eine Schrotflinte abgekriegt. Bisher sind alle draufgegangen bei einer Schrotflinte. Das ist sogar irrelevant, der Teil. Das hat mir doch jetzt nur Zeug gegeben. Yeah. Oh, James, James, was ist das denn? Strahl rein. An die habe ich mich nicht erinnert. Wo bin ich denn jetzt schon wieder so krass im Arsch? Ich habe gerade erst Heilung genommen. So, ich glaube, war das die einzige hier? Ich bin doch hier lang. War überall nix. Dann habe ich gesagt, es wäre seltsam, wenn das die einzige hier ist, aber es war, glaube ich, die einzige. Ja, gut. Schön daneben. Krass. Sie hinter mir einfach ist und ich mich nicht bewegen kann. Oh mein Gott. Kannst du jetzt mal? Oh mein Gott. Die hat mich so fertig gemacht. Ich war da in der Ecke. Ich konnte nicht weg. War hier sicher nichts. War ich da nicht überrascht, dass hier doch was war?
Komm raus. Also da ist auf jeden Fall eine Hose. Ich glaube, hier waren zwei Hosen drin. Soll ich zuerst zu der Hose rennen? Was? Du lebst noch? Hier ist noch eine da, ich sehe sie. Das war die, die ich so offensichtlich gesehen habe. Und du lebst noch, ich wusste es. Okay, dann kriegst du die hier ab. Heieiei. Okay, das war's. Der eine Schuss gerade war so Frustration einfach. So lange habe ich gegen sie gekämpft, sie hat mich so fertig gemacht und dann einfach L2, R2. So ein, oh, na gut. Und die anderen zwei werde ich jetzt auch einfach wegschießen, wenn die nach dem Rätsel kommen. Okay, war hier, jetzt muss so, hier darf nichts mehr sein. Stage clear. Renn jetzt zum ersten Speicherpunkt. Ach ja, guck mal, hier ist die Röntgenaufnahmen. Aber diesmal sind es Ketten. Speicherpunkt war nämlich da hinten. Ist nicht hier jetzt was? Genau, Tür geht zu. War nicht hier wieder was jetzt? Nee, ich habe das hier aufgemacht und das ist... Aber hier waren so viele Speicherpunkte und ich habe sie nicht genutzt. Trottel. Ich finde, sie hätten Autosave hinpacken können, als ich den Schlüssel hier benutzt habe. Ich finde, an solchen Stellen könnte man Autosave hinpacken, einfach nur um Frustration zu vermeiden. Wäre ja trotzdem ein fettes Stück gewesen. Aber was war jetzt dieser Teil? Das interessiert mich jetzt aber... Kann ich diesen Teil machen? Der war hier, ne? Kann ich diesen Teil trotzdem machen, obwohl ich den Schlüssel nicht eingesetzt habe? Ich glaube, ich muss den Schlüssel nicht einsetzen. Ja, genau. Okay, jetzt kommen aber die ganze Zeit keine Gegner. Das war ja der Joke. Außer der da? Ich dachte, hier waren Gegner. Ja, natürlich waren hier Gegner. Es waren nur keine Hosen. War es nicht sogar ein Krabbler? Fußstapfen. Da ist die Uhr. Die kam, als ich die Uhr gedreht habe. Soll ich das wieder als letztes machen? Oder? Die sind doch... Natürlich, ich habe hier die Uhr verstellt und dann kam sie. Na dann. Aber
Ich bin da nicht drauf gekommen. Aber da steht benutzen. Klar, ich dachte mir so, wie soll ich denn die Uhr lesen? Es war auch 2. Um 2 Uhr schlägt die Uhr. Nicht erschrecken, Leute. Tut mir leid. Wollt gerade auf sie schlagen, als sie am Boden liegt. Die wacht auch wieder auf. Oh, schade. Ich werde da noch eine rechts nehmen. Da irgendwo. Da krabbelt was. Alt, 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 alt. Unmöglich. Krabbelt die einfach weg. Hätte ich einfach das Rätsel lösen können? Weil ich ja weiß, 1, 6, 2, 2. Ich hätte wahrscheinlich das Rätsel einfach lösen können. Ich hätte gar nicht hochgemusst. Aber ich mach's trotzdem wegen der Munition und so. Komm. Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich. Wo bist du? Ein Bock mehr. Die James! Okay. Ist es hier dunkler geworden? Es war doch vorhin nicht so dunkel hier. Wenn man weiß, was passiert, dann ist es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob da noch was war in dem Raum. Wir gehen sicher, dass es auch wirklich die 6 Pillen sind. Aber dann ist es 1, 6, 2, 2. 1, 6, 2, 2. 6. 1, 6, 2, 2. Und hier steht auch, zähl die dunklen. Also 1, 2. 1, 2, 1, 2. Und hier 2. 1, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Gehen wir zurück. Wo geht's lang? Ich glaube, ich muss der Kette folgen, ne? Nicht ganz. Das ist schon, aber, hä? Hallo, Shrek. Ich hab die Orientierung verloren. Ich hab die Orientierung so krass verloren. Ah, holy shit. Was, wo kommst du denn her? Dude, wo kommst du denn her? Hier war ich noch nicht. Oder doch, hier war ich doch. Ah, hier war wieder der Katzenschrei. Witzig. Ich bin vor allem da gerade durchgelaufen und die hat sich nicht gekümmert. Steht da einfach. Okay, ich check's nicht. Da. Was? Hä? 4? Nee. Doch. So. Habe ich das nicht versucht? Habe ich das nicht gerade versucht hier? Aber, hä? Nein.
Hier ist nichts. Ach so, hier bin ich drüber. Ich. Hier. Yeah. Nee. Nee. Aber fast. Ich hab's fast. Ich bin fast wieder. Ich glaube, ich hab's gleich. Oder auch nicht. Sag mal, ich check nicht, wo ich lang muss. Es war einfach diese kleine Tür neben dem oberen Durchgang. Ah ja, hier? Ja, das mache ich doch schon. Die ganze Zeit versuche ich das. Hier, so, okay. Speicherpunkt bitte. Dann kann ich jetzt direkt zwei Sachen machen. 1622. In meiner Hose nach. Dankeschön, Basti. Bye, bye. Yes. Ich glaube, das öffnet halt wirklich gar nichts, erst wenn ich alle drei habe. Also wo war ich noch nicht? Dieser Aussichtsraum, das habe ich komplett vergessen. Was war das denn nochmal? So ab. Aussichtsraum. Aber ja, das muss es sein, weil hier ist eine Kette, die hier lang führt. Oh, da ist was. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Da ist einfach ein Schlüssel. Schlüssel zum Büro des Direktors. Wie habe ich den nicht gesehen? Wie habe ich mich vorhin durchgekämpft und mich gewundert, dass hier nichts ist? Aber dann dachte ich, stimmt, ich dachte, dass hier nur eine Erinnerung ist. Weil ich glaube, irgendwo an der Wand habe ich hier eine Erinnerung gehabt. Oder auf dem Bett hier oder so. Okay, Direktor ist, wenn ich zurücklaufe. Bitte sag, ich habe hier alles gekillt. Bitte wacht nicht auf. Okay, ich habe mich verlaufen. Da. Da komme ich nicht durch. Achso, hier wollen die, dass ich gehe. Beziehungsweise nein, das bringt gar nichts. Was? Wie komme ich denn dann? Muss ich komplett außen rum? Kann ich nicht bei C, ach, bei C5 und dann ist da eine dumme Wand. Okay. Okay, ich muss den ganzen Weg zurück. Wie sehr blickt ihr eigentlich, was ich mache? Wenn ich so einen Stream gucke, ich würde nichts blicken. Ich warte einfach darauf, dass der Streamer erschreckt. Erschreckt. So, und jetzt. Moment, nee, das macht keinen Sinn. Muss ich in L2? Ah, L2 und dann durch die Wäscherei. Okay. Wo ist das Direktorin? Hier. Dezent anders sieht der Raum aus. Aber wir haben ein Tonband wieder. Okay.
das nicht funktioniert. Bald ist der Schmerz vorbei. Was ist denn jetzt auf dem Dach? Und dann so auf dem Dach, wo vorhin unser Freund uns runtergeschubst hat. Oh Gott, werde ich am Ende, damit ich diese Welt verlasse, wieder, muss ich wieder gegen Pyramid Head kämpfen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das kommt erst viel später. Ja. Spannen wir uns da jetzt rein. Geile Musik. Nolol 5 Nur war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. So nah, es wird passieren. Es muss. Er schreibt ihm immer diese gruseligen Briefe. Dann auch noch ohne Absender. Aber ich kann hier durch. Okay. Was ist denn das hier? Nischt. Okay. Was wollen wir wetten, dass ich gegen das kämpfen muss, was da drin war? Ist es gar nicht das Dachgeschoss? Das ist die andere Seite vom dritten Stock. Okay, ja, ja. Fixierbett. Okay, ich muss irgendwas finden, was ich da rein fixiere. Ein Kopf oder so. Okay, gerade denke ich die ganze Zeit, hier gibt es keine Gegner. Aber das ist der Moment, wo man aufpassen sollte, ob es Gegner gibt. Hallo. Ich muss. Ich meine, da musste ich erschießen, oder? Wenn sich so eine Gelegenheit... Oh Gott. Wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, dann muss ich erschießen. Ja, wow. Ja, wie sieht's aus mit Friendly Fire, Mann? Friendly Fire, Alter. Boah, achso, der ist gerade draufgegangen. Ups. Oh Gott, diese Verzögerung bei denen ist manchmal so gemein. Heil dich. Boah, ich hätte mich heilen sollen. Ich habe mein Licht ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass sie aufhören zu schlagen, wenn man kein Licht auf sie blendet? Das war ein Zufall. Manche, ey, sind so mies. Ja, das war klar. Dieser Raum hat geschrien nach vielen Gegnern. Das waren drei. Drei ist viel. Eins ist okay. Wo sind die Hosen?
Okay, Strom. Ich werde nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Ich weiß nicht mehr wie. Kenne ich. Jede Nacht, wenn ich einschlafe. Ich weiß nicht mehr, wie es geht, wenn ich nicht einschlafe. Haben wir jetzt nur wegen dem Zettel hier? Hä? Achso, ich habe den Generator angemacht. Ja, okay. Ich kann nicht den Raum zu dem anderen Bereich aufmachen. Seltsam. Okay, Fixierbett. Was hat das jetzt geändert? Ach, jetzt ist der grüne Knopf. Okay. Du stellst dich da jetzt nicht wirklich rein. Okay. Natürlich. 9659. Hast du es auf die Karte geschrieben? 9659. Wow. Natürlich brennt es die Zahlen rein. 9659. Okay. Bitte lass da keine Gegner wieder sein jetzt. Wenn man dir eine Zeit lang zuguckt, geht das schon? Wie früher beim Kumpel zu gucken? Stimmt, ja. Nein. So, jetzt finden wir aber diesmal einen schnelleren Weg zurück. Bitte nicht aufwachen. Okay, 96. Vergessen. 9659. Das war eine schöne Erinnerung gerade. Wieder öfter zu speichern, ich Trottel. 9659. Hey, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Ich weiß es doch, ich hab's mir doch gemerkt. Was ist jetzt dadurch offen? Erstmal die Truhe wahrscheinlich. Achso, die Ketten haben nur gezeigt, wo ich hin muss. Ich dachte, die Ketten öffnen irgendwas. Ist das jetzt ein Bild von Mary? Okay, da würde ich auch so gucken. So, okay, danke. Danke für nichts, Silent Hill. Das ist die Zunge? Nee, ist eine Münze. Ach Gott, stimmt, da war ja was. Aufzug. Ich kann ihr wieder was in die Hand geben? Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt zum Aufzug die 1 reintun und dann wieder hier zurück, wenn ich was gefunden habe. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, geht nur. Nur die minus 1 kann man da reintun. Answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play trick or treat? Yes. Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave.
How many souls were lost during the plague? Was ist 3? So. 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Ich weiß die Antwort aber nicht. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Laura. Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Mist. Julia. Das heißt, Eddie hat eine Schwester. That's the last of our questions. Wenn das der Eddie ist. Fantastic. Daran erinnere ich. Ich glaube, das war im Original. Ich glaube, das ist komplett optional, dass ich die Antworten weiß und dann irgendwo eintrage. Ist das dieses optionale Ende mit dem Hund dann? Es wäre logisch, dass das dieses seltsame Ende mit dem Hund ist. Vielleicht war das sogar die Stimme von dem Hund. Weil der Hund überwacht uns. Der Hund ist Gott, der uns überwacht. Also es könnte sein, dass das Hundeende ist, wenn man das macht. Vielleicht, wenn es im Spielverlauf kommt, versuche ich es, google ich danach oder sowas, dass wir das sehen. Aber kann sein, dass das super abwegig ist irgendwo. Ich glaube, das mit dem Hundende war wirklich irgendwo relativ am Ende ein Raum, den man nicht betreten würde oder nicht kann. Und dann kann man ihn betreten. Okay, das ist der Keller. Yay. Ich dachte heute, wir kriegen locker das Krankenhaus fertig. Dabei sind wir jetzt schon echt saulang hier. Da steht eine. Da steht eine Hose. Gibt's sie noch?
Hier nicht. Heizungsraum, okay, nee. Da sind mindestens zwei Gegner drin, sage ich. Muss mal ein bisschen mehr schießen, habe ich das Gefühl, ich habe super viel Munition. Zwei habe ich gesagt. Vielleicht auch nicht. Hallo. Dankeschön, Uleimon, Uleimon. Hallo, 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 dankeschön. Bock auf eine chillige Runde Silent Hill 2. Bin ich im Kreis gelaufen? Nee. Irgendwo hier am Ende finde ich einen Gegenstand, den ich in die Maria setzen kann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Moment. Ah, da. Da ist. Ach, da ist der Ring. Okay. Achtung. James. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Gute Besserung, Uleimon. Entspann dich. Geh schlafen. Anyway. What do you mean, anyway? Moment, bin ich wieder. I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. Ja, ja. You couldn't care less about me, could you? Ja, korrekt. Du hast deinen Kater auskuriert. Dein Kater. Vielleicht nicht saufen? Aber das heißt, wir sind nicht mehr in der anderen Welt? Habe ich durch den Fahrstuhl die Welt verlassen? Nee. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... For some reason, I feel like it's up to me to protect her. Aber wir sind noch in der Querwelt. Ich meine, sonst wäre es nicht ganz so eklig hier. Ich bin verwirrt. Sind wir echt jetzt wieder zurück? Nee, Mann, hier ist es abgefuckt. Nee, wir sind nicht zurück. Sie ist zu mir in die Welt gekommen. Wo war das jetzt? Noch höher? Kann ich höher? Nee. Beziehungsweise, das heißt, sie ist zu mir in die Welt gekommen. Silent Hill ändert sich. Jedes Mal, wenn die Sirene kommt, ändert sich Silent Hill zu dieser Welt. Das ist gar nicht der Charakter, sondern Silent Hill ändert sich. Ist mir gerade gekommen. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Komplett neuer Bereich. Hm? Ach, sie läuft einfach rum. Ja, kein Wunder. Kannst du chillen mit mir? Well, what do you know? A stroll in the rain. How romantic. Where
Das ist Säure. Ja. Er ist im Schwimmbad. Soll ich ins Schwimmbad? Ah ne, das ist bodenlos. Aber das Spiel ist nicht hosenlos. Gibt es einen Begriff? Die Gegner haben bestimmt alle Namen. Es muss einen Begriff geben für diese Hosenmonster. Der ist wahrscheinlich mega dumm und Hose ist viel besser. Aufenthaltsraum der Ärzte. Kann ich diesen Weg dann noch komplett hochgehen? Kühlschrank? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it? Warum soll ich einen random Ring aus einem Kühlschrank behalten? Aber ja. Damit ich ihn der Figur geben kann. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Zwei Ringe, okay. Umkleide und dann können wir da hoch. Aber konnte ich jetzt ausnahmsweise in diese ganzen kleinen Räume da? Nee. Na, wobei? Nee. Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind, denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick, vor allem wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. I'm back. Nicht back. Nicht ganz. Ausspeichern. Wie komme ich denn jetzt von hier zu dem Office oder zu dem anderen Speicherpunkt? Schnellreise. Elevator. Achso, soll ich einfach... Oh Gott, wie komme ich denn zum Elevator? Die Treppe, aber die Treppe ist zu. Ah ne, da ist der Elevator. Es gibt ja noch einen. Bitte komm, bitte sei da. Beim zweiten, ne? Ja. What is that? Ist egal. James? What's wrong?
Das wäre vielleicht interessant gewesen, was sie gesagt hätte. Ups. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... Something doesn't feel right. Ach, wirklich? Come on. It's gonna be fine. Wie immer, geht die ominöse Tür von alleine zu. Alles ist eine Metapher, Leute. Alles. Fällt gerade auf, dass auf meinem Controller sichtbar ist, wie gut sich James fühlt. Ich sollte mehr drauf gucken. It is done. Es ist vollbracht. Keine Krankheit mehr. Yay. Komm, gib mir jetzt das Ende vom Krankenhaus. Und wieder auf Leer gedrückt. Und noch ein Speicherpunkt. Lecker Weg. Ich spüre schon die Hitze von der Hölle, so tief geht's hier runter. Ich kann mich, glaube ich, erinnern. Diese Stelle. Yep, ratet, wer kommt. Jedes Kapitel endet damit, dass ich von diesem Freak weglaufe. Ein Schlechter. Ich folge ihr einfach mal, ne? Sie weiß bestimmt den Weg. Na, es gibt nicht so viel Alternativen. Hallo! Ich würde gerne zurückschauen, aber ich kann nicht. Ich würde gerne sehen. Die haben sich bestimmt voll viel Mühe gegeben mit Pyramid Head. Nice, nice, nice. Come on, hurry! Komm schon. Es gibt kein Quicktime-Event. Ich würde drücken, aber es gibt nichts, glaube ich. Nee, ich kann nichts drücken. Ich drück. Whoops. So, ein dünnes Schwert. Nun ja, ich glaube, kann man das verhindern? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Es gibt verschiedene Enden, aber ich habe das Gefühl, das kann man verhindern, wenn man sich mehr um sie kümmert. Ich habe mich jetzt nicht gar nicht um sie gekümmert, aber... Was hat... Der hat wahrscheinlich noch ein zweites kleines Messer, der Pyramid Head, oder? Nicht nur seinen großen Cloud Breaker. Das kam zu gut, als dass es zu verhindern gewesen wäre. Ja, ne? Es war... sehr gut gemacht. Ich kann mich daran erinnern. Aus dem Original. Aber es sah natürlich um einiges spektakulärer gerade aus. Ihr Gesichtsausdruck war super gut gemacht. Also allgemein die Charaktere... Auch die Synchro, Schauspiel, sehr gut gemacht. Wie, ich muss noch einen Schlüssel finden? Was? Wie? Ah.
Hä? Aber... Was war denn nochmal das Ziel? Das ist aber immer noch die abgefuckte Version. Wir sind noch nicht raus. Aber es ist trotzdem... Da könntest du rausklettern, James. Das könntest du. Du hast einen Schlüssel. Eingangsschlüssel. Ich will noch lesen. Mädchen. Ja, du könntest einfach da rausspringen. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter die richtigen Umstände auf die andere Seite ziehen. Warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Okay, also gehen wir einfach raus. Weil es ist das Krankenhaus. Also wir sind nicht mehr in der anderen Welt. Aber wir sind... Aber so abgefuckt sah das Krankenhaus nicht aus, als wir es betreten haben. Vielleicht haben wir... Aber unser Krankenhaus... keine Ahnung. Vielleicht haben wir das Krankenhaus betreten, so wie es war. Dann waren wir in der Zerrwelt. Und jetzt sind wir so im Krankenhaus, wie es tatsächlich aussieht. Man könnte das jetzt alles hier nochmal durchsuchen, jetzt wo man wieder hier ist. Weil vielleicht hat sich jetzt was geändert und es gibt irgendwo ein Geheimnis oder sowas, aber... Ich will weitermachen. Dein Ernst? Wir sind gerade erst fertig. Wir sind gerade erst raus aus dem... Scheint richtig Spaß zu machen. Spaß ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich weiß nicht, ob du das Original gespielt hast. Es ist wirklich... Sie haben es geschafft, es zu modernisieren natürlich. Aber gleichzeitig hat es immer noch diese Hilflosigkeit, diese Dringlichkeit, dieses... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, was ich tun soll. Und doch findet man irgendwie den Weg. Es ist... man fühlt sich sehr hilflos die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, dieses Silent Hill-Gefühl. Soll ich zu dem Licht? Oder ist es ein Monster? Es ist auch nichts angekreuzt. Wir sind noch in der Zerrwelt. Weil dieses Monster sieht nicht normal aus. Shit. Wenn ich ein bisschen Platz zum Kämpfen hier. Ein Käfer, Mann, wo ist der? Da ist noch einer. Ja, das hat sich gelohnt. Ja. Ich höre die ganze Zeit einen Käfer. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. What? Das ist ein neues Geräusch. Holy shit, war das widerlich. Okay, ich renn mal den Lampen hinterher. Aber wenn du das Spiel auch dir holst und spielst, spielst langsam, so wie ich. Du kannst, glaube ich, an ziemlich vielen Gegnern einfach vorbeilaufen. Du könntest jetzt auch noch langsamer spielen und das alles da hinten durchsuchen und da. Ich glaube, das Spiel will, dass ich hier lang gehe. Aber wenn du richtig langsam spielst und in jede Ecke guckst, dann hast du echt geile Momente. Was, Spiel, was? Manchmal weiß ich nicht, was die Musik von mir will. Da ist ein Käfer. Soll ich den so ins abschießen oder was? Oh.
Vielleicht sind es Collectibles, die Käfer. Ah! Genau dieser Moment. Ich hätte aufpassen sollen, Mann. Ich habe mich jetzt, weil ich draußen bin, sicher gefühlt, dass es hier nicht mehr Hosen gibt, aber... Ja. Immer noch um jede Ecke kann einfach das Viech lauern, Mann. Also gemein, wenn die einen zu mehr gehen, dann locken würden. Man hört manchmal so die Enttäuschung von James in seiner Stimme, wenn er daneben schlägt. Oh. Ah! Schon wieder, ist schon wieder, ey. Oh. Noch eine! Ich bin hier weg. Ich bin so weg! Käfer. Eieiei, bitte gib mir was Gutes jetzt da drin. Raketenwerfer wäre verdient. Das ist der Käfer. Okay, 6 Schüsse. 2 Schrotflintenschüsse. Na gut. Na gut, das war okay. Boah, die Musik macht einen manchmal fertig, ey. Durch. Warum? Oh mein Gott, mir geht's nicht gut. Hier war dieser Klapp. Wir gehen mal da lang, da wo die Lichter sind, da gehen wir lang. Mein Controller ist knallrot. Käfer. Was? Musik, was? Gott, macht die Musik mir Angst. Das heißt, das Gefühl, da steht gleich Pyramid Head um die Ecke. Bei der Mucke. Schwein, ich hab dich gesehen. Das erste Mal, glaube ich, dass ich eine Hose unterm Tisch gesehen habe. Die habe ich nie, die haben mich immer gekriegt. Das 24 Stunden Spielzeit. Ich war recht langsam, habe viel geguckt, also immer schön Zeit lassen. Ich habe gehört, 16 Stunden. Sofort schlagen. Ich habe gehört 16 Stunden, aber ich glaube auch, dass ich sehr langsam spiele. Also ja, ich glaube auch 20, 24 Stunden. Es soll ja auch länger sein als das Original. Die ganzen Orte sind langgezogen. Ich habe jetzt schon so viele Orte, wo ich mir 100% sicher bin, dass sie nicht im Spiel waren. Aber ist ja auch gut so. Wie viel habe ich an Spielstunden? Hier steht 10. 10,5. Weißt du noch ungefähr, wo du warst, als du hier warst? Wo würdest du sagen, bin ich? Hälfte? Mehr als Hälfte? Laura, stop! It's dangerous! Ich sehe dich! Ich habe dazugelernt, Höschen. Ich habe dazugelernt. Eure Haut von innen, die Hosenhaut ist doch sehr hell im Dunkeln. Ah.
wo? Ah, sehe, 10. Ja, es sind 10, die ich bisher habe. Aber keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie weit. Ich glaube, wenn ich nah am Ende bin, würde ich, glaube ich, merken, mich dran erinnern. Ich glaube, es ist einfach der Soundtrack, der so abgeht zwischendrin. Geht einfach ab. Laufen wir? Bock zu laufen. Okay, das war noch ein Auto. Halt, Munition am Auto. Fuck. Ah, ich habe sie aufgesammelt. Haha. Ja, ich renne mal ins Diner. Das geht sogar. Oh shit, als ob hier nichts ist. Oh, hier wird so viel sein. Oh mein Gott, ja. Nimm die Medizin! Du hattest 14 Spielstunden bei der Bar. Also das hier gerade, wo ich gestorben bin. Ich bin schon weit. Okay. Oh. Ja, in dem Moment, wo ich immer sage, jetzt rennen, das ist, glaube ich, kein guter Moment. Ich glaube, da ist klar, dass ich draufgehen werde. Und jetzt sind wir wieder relativ weit zurück. Habe ich die vorhin auch gesehen? Wo bin ich? Ach, da kam ich her. Geil, die steht hinter mir. Ah, das ist die, die unterm Tisch war. Und dann habe ich die, ich glaube, das war die, die ich gesehen habe. Die spawnen halt wieder, wenn man neu da ist. Die haben mich auch richtig genervt. Aber ich finde es super gut gemacht. Aber ich glaube, für heute reicht das. Ich glaube, die Konzentration lässt nach. Und irgendwann, finde ich, lässt bei mir nach der Wille, langsam zu spielen. Aber ich glaube, um das Spiel erstens richtig zu spielen, zu genießen und vor allem nicht dauernd drauf zu gehen. Weil gerade habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt laufe ich einfach. Ich habe nicht Bock, schon wieder da durchzuschleichen und alles langsam zu killen. Das nach drei Stunden, nach vier Stunden bin ich so, okay, ich habe keinen Bock mehr langsam zu spielen. Da höre ich lieber auf. Weil ich glaube, sonst würde man es falsch spielen. Ich habe keinen Nerv, die ganze Zeit so durchzuschleichen. Aber man muss durchschleichen. Das heißt durchschleichen. Man muss es nicht. Man kann auch einfach saugut kämpfen und viel Munition haben. Aber ich glaube... Oh, das ist ein Fehler. Hihi. Das war ganz schöner Fehler, weil der Gegner soll gar nicht mehr da sein. Lustig. Aber ich kann dieses Spiel nur loben. Ich finde es so gut gemacht. Selbst wenn man es nicht gruselig findet, muss man eingestehen, dass die Geräuschkulisse geil ist. Muss man eingestehen, dass die Gegner einfach cool gemacht sind, wie sie sich verstecken und dann hervorkommen. Und wenn man nicht aufpasst, und die können einen halt echt abfacken. So drei fette Schläge von der Hose und du bist tot. Zwei Messer von einer Krankenschwester und du bist aber weg. Hab's genossen für einen Silent Hill Neueinsteiger. Ich habe Silent Hill 2, 3, 1 ein bisschen und das ganz schlechte Downpour, glaube ich, gespielt. Aber es gibt ja auch nicht so viele und die meisten sind auch wirklich als schlecht bekannt.
alles nach 3 ist schlecht eigentlich von allen bewertet. Deswegen ist es sehr interessant, dass sie jetzt wieder anfangen und auch die Trailer zu diesem Silent Hill F oder Violinschlüssel, Bassschlüssel, der Trailer allein sieht so geil aus. Und man sieht am Remake, dass sie es verstehen. Sie verstehen, wie in Silent Hill gut ist, was Silent Hill ausmacht. Also der neue Teil irgendwann vielversprechend, ne? Ach Gott, ey, chill. Ich glaube, wir können Hoffnung haben, dass der Teil danach auch gut wird, der neue Teil. Aber okay, das war's von mir. Ach, die Musik, ey. Krank. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Chillen. Wir sehen uns morgen Mittag wieder. Bis dahin. Entspannt euch, habt euch wohl, lasst euch nicht von den Hosen beißen. Das nächste Mal, wenn ihr eine anzieht, passt auf, dass sie auch einen Eingang hat. Und nicht nur aus Beinen besteht.